Für den FSV Zwickau steht das zweite Jahr in der dritten Fußballliga an. Am vergangenen Freitag präsentierten die Rot-Weißen ihr neues Team bei der Zwickauer Energieversorgung. Um die 300 Fans und Anhänger des FSV Zwickau waren am Freitagnachmittag auf das Gelände der Zwickauer Energieversorgung gekommen. Denn dort präsentierten die Rot-Weißen ihr Team für die neue Drittligasaison 2017-2018. Gleich zu Veranstaltungsbeginn dankte Geschäftsführer Frank Fischer allen Beteiligten, ob aktive Sponsoren oder Zuschauer, für dieses großartige erste Jahr des FSV Zwickau in der dritten Fußball-Bundesliga. Seit vielen Jahren begleitet die Zwickauer Energieversorgung den Sport in unserer Region. Geschäftsführer Volker Schneider, sein Herz schlägt ganz besonders für den Fußball. Hören Sie mal, warum. Ja, also schon, das wird mir quasi in die Wiege gelegt. Ja. Wer in Kaiserslautern aufgewachsen ist, ist klar, dass man dann mit Vater, Opa auf den Betzenberg geht. Und als ich hierher gekommen bin, war das eher schwach unter der Brust, was hier Fußball anbelangt. Und war auch am Anfang schwer, hier beim Fußball überhaupt Boden zu finden. Mit seinem FSV Zwickau ist er gewissermaßen durch dick und dünn gegangen. Ja gut, sicherlich war ein absoluter Höhepunkt. Also in der zweiten Bundesliga damals war ich auch schon da. Die haben ja dann 1997 gegen Kaiserslautern hier einen 2-1-Sieg gehabt. Damals noch mit Otto Rehhagel. Ja, mit Otto Rehhagel noch. Da gab es davor drei Fragen an Volker Schneider, weil der Otto Rehhagel wollte kein Interview geben. Und ich hatte dann das Ergebnis 2-1 richtig getippt. Bei Kaiserslautern war montags aufgestiegen, das war der Pfingstmontag und donnerstags dann hier gespielt. War mir das relativ egal. Ich habe gesagt, dann sollte auch Zwickau drin bleiben. Das war sicherlich ein Höhepunkt. Dann war danach die Insolvenzen, also Konkurs, die auch uns getroffen haben, weil wir da auch ein bisschen was investiert hatten. Da sind wir auch ein bisschen auf Geld hängen geblieben. Und ich wünsche mir schon, dass der gute Weg, der seit einigen Jahren beschritten wird, dass der fortgesetzt wird. Auch mit dem Augenmaß, dass man keine Bäume herausreißen kann. Also ich denke, es ist klar, dass es immer darum geht, die Klasse zu halten. Und das ist dann ein Riesenerfolg. Und man sollte immer den Blick ganz gemächlich, die Dinge, dass jemand von heute auf morgen durchstartet, das kann man nur machen, wie bei RB Leipzig oder Hoffenheim, wo halt Geld hinten dran steckt. Alle anderen Vereine können nur versuchen, so durch beständige Arbeit, gute Arbeit, ins Rampenlicht zu kommen. Alles andere geht nicht. Ja, und dann gehörte die Bühne den Mannen, die in der kommenden Fußballsaison für den FSV Zwickau um Tore und Punkte kämpfen. Hier beginnen wir bei denen, die den Kasten des FSV sauber halten sollen. Neuzugang Max Sprang. Natürlich Johannes Brinkies. Vom 1. FC Magdeburg nun bei uns Lukas Zichos. Er wird die Nummer 5 tragen, Ali Odabas. Der nächste, Christoph Göbel. Unser Olli Genausch. In Chemnitz hat er das Fußball-ABC gelernt. Nun ist er einer von uns, Christian Mauersberger. Er ist im Herzen ein halber Schwabe, Fabian Eisele. Ihn liebt das Publikum ganz besonders, Aykut Öztürk. Aus Rostock gekommen, nun ist Zwickau seine sportliche Heimat, Ronny Garbuszewski. Bei der zweiten Mannschaft von RB Leipzig war er Spielführer, Fridolin Wagner. Mike Könnege, unser Kapitän Toni Wachsmuth und Ronny König, bekannte Gesichter, auch für die ins Haus stehende Saison. Er soll hinten abräumen, wie vor vielen Jahren sein Vater, Anthony Barilla. Morris Schröder, Davy Frick, René Lange, der Beifall für Sie spricht Bände. Julian Hudek, Robert Koch, Nils Mijatke und Alexander Sorge komplettieren den Kader der Westsachsen. Ach so, da fehlt doch noch einer. Seine Ziele für das neue Spieljahr? Boah, mein persönliches Ziel im FSV ist natürlich,
Ich würde sagen, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich denke, dass die Fans das immer sehr gerne hören. Und ich versuche mein Bestes zu geben. Wenn ich mein Bestes gebe, profitiere ich davon und der FSV Zwickau auch. Ganz besonders für den sportlichen Erfolg ist natürlich auch der medizinische Gesamtzustand der Mannschaft. Und die medizinische Abteilung beim FSV Zwickau wird geleitet von Dr. Bernhard Karich. Ist diese Tätigkeit als Mannschaftsarzt ein gewisser Ausgleich für den Mediziner? Im gewissen Sinne schon. Es bleibt natürlich immer ein wenig Arbeit auch. Und wir sind natürlich nicht nur drei Kollegen, die die Verantwortung tragen. Der Kollege Flötgen aus der Orthopädie und der Kollege Müller aus der Inneren Medizin. Wir sind praktisch für das Wohl und das Wehe der Gesundheit der Spieler mit zuständig für die Spieleruntersuchung. Aber wir haben noch weitere Kollegen aus meiner Klinik, die uns helfen, den Spielfeldrand abzusichern, weil sonst würde man neben der dienstlichen Belastung natürlich auch noch die Wochenenden auf dem Spielplatz verbringen. Und das ist besser so, dass es sich ein bisschen aufteilt. Wie läuft denn so ein Tag ab gemeinsam mit den Spielern? Kommen die Spieler zu Ihnen oder haben Sie feste Termine, wo Sie sagen, wir kommen zur Mannschaft, untersuchen euch? Wie läuft das bitte? Also die Spieleruntersuchungen, die einmal pro Jahr stattfinden, die sind immer vor der Saison. Da sind wir jetzt gerade mittendrin. Dann haben wir mit dem Verein abgestimmten Terminplan. Wir haben das so, dass immer 2 bis 3 Spieler pro Tag kommen und jeweils von entweder dem Kollegen Flötgen orthopädisch untersucht werden oder vom Kollegen Müller internistisch untersucht werden, dort mit Fahrradergometrie, Spiroergometrie, also richtig auf Herz und Lungen getestet werden. Vorher ist noch eine allgemeine Befragung, Laborabnahmen. Ich habe so ein bisschen das Koordinative in der Hand und bis jetzt klappt das sehr gut mit dem Verein. Wir haben da eine aktualisierte Liste, die wir immer wieder austauschen. In der Saison, vielleicht um das noch zu ergänzen, ist es die Spielbetreuung am Spielfeldrand. Das ist dann quasi nur, wenn die Heimspiele da sind. Das ist halt entweder der Freitagabend oder der Sonnabend oder der Sonntag. Selten wie in Rostock gegen Rostock auch mal am Montag. Wenn da nicht viel zu tun ist, wir haben da manchmal einfache Zerrungen oder mal eine kleine Kopfplatzwunde am Spielfeldrand zu versorgen. Es ist überschaubar. Anders ist, wenn die Spieler sich Verletzungen zuziehen, die melden sich dann bei uns in der Klinik und wir betreuen die dann in der Klinik nach. Das handelt sich dann ja immer um Arbeitsunfälle, in dem Falle bei den Spielern. Und dafür haben wir praktisch alle Zulassungen und auch den entsprechenden Unfallversicherungsträger, die Verwaltungsberufsgenossenschaft, fest im Boot. Seit vielen Jahren ist er als Physiotherapeut immer dabei. Christian Puschmann. Er bringt die Torleute richtig in Schwung. Steffen Süßner. Co-Trainer. Danny König. Und am Dirigentenpult steht Thorsten Ziegner. Was bedeutet für ihn eigentlich Glück im Fußball? Ja, also ich glaube, alle Leute, die Fußball spielen, die Sport treiben insgesamt, können von Glück reden, dass sie das eben machen dürfen. Ich glaube, wir sind in der glücklichen Lage, als Trainer, aber auch als Spieler, diesen Sport als unseren Beruf bezeichnen zu können. Und dementsprechend macht uns alle froh. Darüber hinaus ist es für uns natürlich auch ein glücklicher Umstand, dass wir so viele Leute mit unserem Beruf begeistern können, dass wir, ob das heute ist oder dann im Stadion, immer wieder Leute sehen, die glücklich sind, wenn sie uns gewinnen sehen. Und das im gesamten Zusammenhang ist immer wieder schön. Es hat in Vorbereitung dieser Saison einige Umbrüche bei vielen Mannschaften gegeben, auch bei Ihrer Mannschaft. Es mussten viele neue integriert werden. Wie ist dieser Prozess verlaufen aus heutiger Sicht? Es geht ja nun bald los. Gut, also ich möchte jetzt nicht überstrapazieren und sagen sensationell, aber gut. Ich glaube, die Jungs haben alles dafür getan, relativ schnell in der Mannschaft anzukommen. Mir geben sie alle das Gefühl, dass sie sich wohlfühlen, dass sie klarkommen mit unserer Art zusammenzuarbeiten. Und wir als Team, als altes Team möchte ich es bezeichnen, haben alles daran gesetzt, dass die Jungs die Eingewöhnung so leicht wie möglich empfinden. Und dementsprechend ist dieser Prozess erstmal meines Erachtens nach sehr, sehr gut verlaufen. Darüber hinaus haben wir es auch geschafft, alle Jungs bzw. den Großteil der Jungs verletzungsfrei durch die Saison zu kriegen. Das heißt auch,
dass die Abläufe trainiert werden konnten, dass verschiedene Vorgehensweisen, die wir als Trainerteam mit der Mannschaft, aber auch die Mannschaft in sich so an den Tag legen, dass wir die immer wieder schulen konnten, üben konnten und dann auch umsetzen konnten. Und dementsprechend glaube ich, dass wir gut vorbereitet sind und das geschafft haben, aus dieser Vielzahl neuer, aber alles sehr einfacher Jungs. Also es war einfach, die Jungs dort in die Mannschaft reinzukriegen, sie dafür zu begeistern, mit uns zusammen erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass wir gut gerüstet sind. Klare Worte des Cheftrainers. An diesem Nachmittag hatten die Fans ausgiebig Zeit für Fotos, für Gespräche, für das Kaufen von Fanartikeln oder einfach nur, um ihren Lieblingen einmal ganz nah zu sein. Unter dem Strich, es war ein gelungener Nachmittag an der Stiftstraße. Danke an alle, die mitgeholfen haben.